Velocenter-Team begrüßt euch zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch das Binura Yakun 12 vor. Und wenn euch das Video gefällt, würden wir uns sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es wieder einfach in die Kommentare rein und wir beantworten euch dann die Fragen so schnell es geht. Das Yakun ist mit einem Aluminiumrahmen ausgestattet, der bis 150 Kilo zulässiges Gesamtgewicht belastbar ist. Dann habt ihr 27,5 Zoll Laufräder verbaut mit einer Breite von 2,35. Die Bereifungen sind dann wieder Schwalbe, Grounder, AL, vorne und hinten verbaut. An dem Binura ist eine RockShox Recon RL Federgabel verbaut. Die ist extra eine IMTB Gabel mit 80 mm Federweg. Dann könnt ihr wieder im Lockout die Gabel also sperren. Dann hier unten den Geribbon wieder einstellen, ob es schnell oder langsam ausfedern soll. Und auf der anderen Seite habt ihr wieder die Luftkammer, wo ihr die Gabel wieder optimal auf euer Körpergewicht einstellen könnt. An dem Binura habt ihr eine Shimano Diore im 6100 verbaut mit 12 Gängen. Die Kassette hat eine Range von 10 bis 51 Zehen, was durchaus ausreichen sollte, dass ihr da jeden steilen Berg mit hochkommt. Auf dem Binura Systemgepäckträger lassen sich Körper und Tasche einfach draufklicken. Somit könnt ihr dann euren Einkauf oder wenn ihr mal eine Tour macht,
die Sachen dann leicht transportieren und die Taschen oder Körbe auch wieder leicht ab und dran montiert werden. Was uns auch noch sehr gut gefallen hat, sind die Schutzbleche. Die sind nicht aus Kunststoff, sondern sehr stabil aus Aluminium gefertigt. Falls ihr mal einen Stock oder einen Stein dazwischen habt, gehen die nicht gleich kaputt. Auch der Scheinwerfer Lightmove SE 110 ist optimal montiert an der höchsten Position. Somit habt ihr die beste Ausleuchtung und hat eine Lichtleistung von 110 Lux. Das sollte auch vollkommen ausreichen. Was Venura auch sehr gut gelöst hat, sind die Führungen für die Kabel, für die Züge und für die Bremszüge. Die gehen einfach hier schön rein. Somit habt ihr keinen Kabelsalat mehr an der Seite, auch beim Lenken. Knickt das nicht ab, es hat genug Spiel. Ist super gelöst. Bremse habt ihr eine Shimano Deore M6120 verbaut. Das ist auch wieder ein 4-Kolben-Bremssattel. 2 Kolben hier, 2 Kolben von der anderen Seite, die dann auf die 203 mm Bremsscheibe drücken. Das sollte auch von der Verzögerung her vollkommen ausreichen. Hinten habt ihr den gleichen Bremssattel verbaut. Einziger Unterschied ist die Bremsscheibe, die hat 180 mm Durchmesser. Was wir auch wieder sehr gut finden, ist die Position von dem Bremssattel. Der ist auch wieder nicht oben aufgesetzt, sondern zwischen den zwei Streben, so dass die Belüftung optimal ist. Der Fahrtwind kann genau hier durchströmen. Sollte euch helfen bei jedem, wenn ihr mal einen Trail oder längere Abfahrt habt, dass die Bremse nicht zu heiß wird. Wenn ihr den 750 Wattstunden Intube Akku entnehmen wollt, müsst ihr hier erstmal die Plastikabdeckung entfernen, gegen Uhrzeigersinn, eine Viertelstunde Umdrehung. Dann könnt ihr das abziehen nach unten, ihr könnt das entnehmen. Dann habt ihr hier das Schloss, Schlüssel reinstecken, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Dann fällt der Akku in so eine Sicherung rein, die müsst ihr unten drücken. Und dann geht der Akku komplett raus, nach unten gut festhalten. Recht schwer. Beim Einsetzen wieder genau gleich. Oben zuerst einsetzen. Den Schlüssel bis zum Uhrzeigersinn, bis zum Anschlag drehen. Dann den Akku reindrücken, bis er einrastet. Schlüssel wieder gegen Uhrzeigersinn rausziehen. Dann ist er verriegelt. Die Kunststoffabdeckung mit der Nase nach oben in den Rahmen einsetzen. Andrücken. Dann den Kunststoffclip hier unten reindrücken. Viertelste Umdrehung im Uhrzeigersinn, dann ist das verriegelt und hält. Was uns auch sehr gut gefallen hat, ist die Ladebuchse, die hier vorne am Steuersatz angebracht ist. Von der Position sehr gut, da braucht ihr euch nicht bücken, könnt es direkt hier anstecken. Und auch von der Qualität macht einen sehr soliden Eindruck, sollte bestimmt lange halten. Das Yakun 12 ist mit einem Bosch Performance CX Motor ausgestattet. Von der neuesten Generation, das Smart System, 250 Watt, maximales Drehmoment 85 Newtonmeter und bis 25 km/h, dann riegelt er wieder ab. Das Venura ist mit dem Bosch Kiox 300 Display ausgestattet und zusätzlich habt ihr noch die LED-Remote mit verbaut. Wenn ihr es anschalten wollt, habt ihr hier oben einen kleinen Knopf, den müsst ihr einmal drücken, dann startet das System. Die oberen beiden Tasten, die führen durchs Menü durch. Am Anfang müsst ihr das bestätigen mit dieser Taste. Dann könnt ihr das Menü durchblättern. Ihr habt jetzt die Geschwindigkeit, wie viel Prozent im Akku noch drin sind, Beleuchtung an oder aus, was für ein Fahrmodus ihr gerade drin habt. Und dann, ja, ihr habt auf dem großen Display die Geschwindigkeit. So könnt ihr quasi durchblättern. Dann habt ihr die gefahrene Strecke, Fahrzeit, Geschwindigkeit, Reichweite, Prozente, wie viel im Akku noch dran ist. Wenn ein Smartphone noch gekoppelt ist, zeigt es euch hier noch mit an. Dann wie viel Watt getreten werden, Trittfrequenz, Höhenmeter, Anstieg. Wenn ihr das Navi gekoppelt habt mit der Bosch-App, mit der Flow-App, oder das hier doch noch sehen, könnt ihr euch dann navigieren lassen. Ja, das war eigentlich alles.
Fahrstufen könnt ihr mit den beiden Tasten einstellen. Da gibt es halt verschiedene Modis aus Öko, Tour, Sport Plus, Turbo. Wenn ihr das ausschalten wollt, wieder über die Taste hier oben. Mitgeliefert werden euch wieder eine allgemeine Betriebsanleitung, dann eine Anleitung für das Bosch Smart System, zwei Schlüssel für den Akku, dann ein 4 Ampere Ladegerät, sollte den Akku nach 4 bis 5 Stunden sollte er voll sein, dann noch ein Aufkleber von RockShox und dann gibt es noch für die Kettenstrebe eine Klebefolie, damit da keine Kratzer dran kommen. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und wir würden uns sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare unten rein und wir beantworten euch das. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Und vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.